Lesekompetenz in der Schule. Ein Lernvideo von Jana Wirz, Pauline Hartmann und Annika Schneider. Wie ist das Lernvideo aufgebaut? Zunächst wird den Zuschauerinnen und Zuschauern genug Zeit geboten, um die Inhalte der Folien zu lesen. Und dann wird dies um Informationen aus dem Out ergänzt. Bei den Definitionen geht es vor allen Dingen darum, dass es nicht nur um das Lesen oder schlichte Vorlesen geht, sondern dass der Kompetenzbegriff erweitert wird, um die Verstehensleistung oder anschlusskommunikativ aktiv zu werden oder gegebenenfalls danach etwas schriftlich zu produzieren. Klaus Hurrellmann sagt, die Lesekompetenz sei eine weitere Möglichkeit zum Lernen. Sie stellt eine übergreifende Schlüsselkompetenz dar und ist in heutigen Mediengesellschaften als Basiskompetenz unabdingbar. Messung. PISA spielt im Rahmen der Lesekompetenz eine zentrale Rolle. Ursprünglich aufgrund der eigens diagnostizierten PISA-Schocks, bei welchem die Hälfte aller teilnehmenden Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 15 im Ländervergleich lediglich elementare Lesefähigkeiten hatten. Somit auch zu den Risikoschülerinnen und Schülern gehörten, die gegebenenfalls Probleme beim Übergang später ins Berufsleben haben könnten. Daher schlagen sie folgende Aufschlüsselung vor. Messung. Aus diesen drei Subskalen können Aufgaben zur Ermittlung und Messung des Leseverständnisses konstruiert werden. Grundsätzlich werden den drei Subskalen 5 Niveaustufen zugeordnet. Wir zeigen exemplarisch die niedrigste, die mittlere und die höchste Niveaustufe. Merkmale. Wie bereits in Folie 1 erwähnt, geht es nicht nur darum, basal zu lesen oder vorzulesen, sondern Texte derart zu durchdringen, dass man anschlusskommunikativ tätig wird oder auf diverse Anlässe hin verschriftlicht. Wie es also unterschiedliche Texte und Unterrichtsvorhaben gibt, gibt es auch verschiedene Lesekompetenzdomänen. Vor allem nicht nur alltäglich informatorisch und von Medien geprägte Domänen, sondern auch literarische und diskontinuierliche, um eine ganzheitliche Lesekompetenz im Deutschunterricht zu gewährleisten. Charakterisierung. Auf folgender Folie werden die gesammelten Merkmale präsentiert, die die Lesekompetenz bedingen. Diese können zum einen leserseitig sein, das heißt vom lesenden Individuum ausgehend, oder textseitig, das heißt, man fragt sich, welche Anforderungen werden gestellt, um den Text perfekt verstehen oder durchdringen zu können. Jenkins hat versucht, dies im folgenden Tetraedermodell einzufangen, um die reziproken Beziehungen einzelner Merkmale mit darzulegen. Curriculare Aufgaben. Nachdem sich angeschaut wurde, wie Lesekompetenz definiert, gemessen und charakterisiert wurde, wird nun ein Blick in die Bildungsstandards geworfen. Im Kernlernplan wird die Lesekompetenz unter Lesen mit Texten und Medien umgehen subsumiert. Diese curricularen Angaben sind weniger konkret im Gegensatz zur Deutschdidaktik, die die Lesekompetenz in weitere Teilkompetenzen ausdifferenzieren. Für den Deutschunterricht heißt das, dass das Lesen nie für sich alleine steht. Beispielsweise die Inhaltsangabe, die nach dem Lesen erfolgt, erfordert nicht nur das Schreiben, sondern auch ein intensives Textverständnis. Hiermit werden die abzuschließenden Ziele nach jeder schulischen Etappe präsentiert.
Bei den Bildungsstandards im Primarbereich könnte man meinen, die Lesekompetenz sei bereits voll ausgebildet. Aber nein, diese Fähigkeiten und Fertigkeiten werden hier altersbezogen gedacht und dann gesteigert. So erschließt man zum Beispiel in der Grundschule Texte, indem man Gedanken und Beobachtungen dazu äußert. Dann in der Sek. 1 folgt auf das Lesen eine Figurenanalyse oder ein verschriftlicher Kommentar. In der Sek. 2 dann wird das Erlernte in prozessbezogene und domänenspezifische Kompetenzbereiche gegliedert. In beiden Kompetenzbereichen wird zwischen einem grundlegenden und einem erhöhten Niveau unterschieden. Die Folieninhalte werden um ein Beispiel ausgeschärft. In unseren Aufgabentypen und angelegten Abprüfungen des Deutschunterrichts besteht ein systematischer Mangel an Validität. Warum? Ein festgelegter Erwartungshorizont beispielsweise kann womöglich nicht alle Interpretationsspielräume abdecken, sodass Schülerinnen und Schüler durch ihre Rezeption vielleicht etwas interpretieren, was zuvor nicht von der Lehrkraft antizipiert wurde. Wie kann man dem entgegenwirken? Beispielsweise mit offenen Interpretationsbereichen im Erwartungshorizont, die man dort integrieren kann. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit dieses super spannenden Lernvideos und jetzt kommen abschließend nochmal die Quellen.